Willkommen in unserem Museum in Lutherbrunn und in der Sagenwelt. Im Lutherbrunnental haben wir ja eine sehr reichhaltige Sagenwelt, die einerseits durch die vom Norden eingewanderten Alemannen mit ihrer nordisch geprägten Sagenwelt ist beeinflusst worden und andererseits durch die Einwanderer, die im ausgehenden Mittelalter aus dem Lötschental kamen, wo sie sehr katholisch prägt, naturreligiöse Mythen haben mitgebracht. Sagen, das sind Geschichten, die man annimmt, dass sie haben stattgefunden haben. Schon die ganz alten Völker haben mit Mythen sich das Leben erklärt. Die Natur in diesem gewaltigen Tal ist so stark und hat die Leute so stark beeinflusst. Es gibt Erscheinungen, es gibt Sachen in der Natur, wo sich die Leute nicht dagegen wehren können und wo sie auch nicht wissen, wo das herkommt. Über Mythen haben sie sich das erklärt. Gehen wir vielleicht zusammen ein paar Beispiele anschauen, hier drinnen im Museum, aber dann auch draussen. Kommt mit! Es gibt bei uns hier im Tal eine sehr reichhaltige Sagenwelt, die wir ja auch hier im Museum zeigen. Und die kann man nach verschiedenen Kategorien einteilen. Eine davon ist zum Beispiel die Sagen von den Geistern, die bei uns im Haus mit uns zusammen leben und wohnen. Da gibt es die guten Geister natürlich, die wir gerne haben im Haus. Und da gibt es auch die, die uns zum Teil halt auch ein bisschen belästigen. Die Hausschwelle, wenn wir sie hier haben, in einem Wohnraum, die ist ganz wichtig, weil unter dieser Schwelle da wohnen unsere Hausgeister. Und vor allem die arglistigen Geister, die muss man hier da überlisten, indem, dass wenn eine neue Person kommt, dass man sie nicht sofort zeigt. Darum tut man eine Braut zum Beispiel, wenn sie frisch verheiratet ist, mit den Händen über die Schwelle tragen und dann merken die Geister nicht, dass eine neue Person da im Haus ist und diese eine Zeit lang mal nicht belästigen, bis dass sie sich aneinander gewöhnen und dann nachher eben miteinander gut zusammenleben im Haus. Wir sind hier im Raum Frauenfleiss, wo ein Hommage ist an die fleissigen Lutherbrunnerinnen, die über Jahrhunderte viel gearbeitet haben. Und sie haben sich immer auch helfen in ihrer harten Arbeit von den kleinen Helferli, von den Zwergenvölkern, die hier in der Nähe haben gewohnt. Das ist so gegangen, wenn zum Beispiel eine Frau den Tag durch hat gearbeitet, hat genäht, gewoben oder genäht und nicht ist fertig geworden, hat sie einfach ihre Arbeit hier auf dem Tisch lassen, hat nebendran ein paar Schalen mit ein bisschen Milch und Käse auf den Tisch gestellt. Und dann in der Nacht sind die Zwerglinge gekommen, haben sich natürlich auch verpflegt und haben nachher die Arbeit fertig gemacht. Und am Morgen, wenn die Frauen sind gekommen, zurück in ihren Arbeitsraum, ist alles fertig gewesen. Fertig genäht, fertig gebügelt. Auf der Alp gibt es ganz reichhaltige Sagenwelt, ebenfalls über Geister, die den Leuten zur Hand gegangen sind oder sie auch in der Arbeit belästigt. Eine wichtige Rolle in der Alpensage haben die Kuhglocken. Sie haben die Rolle, dass sie helfen, böse Geister abzuschrecken und die von den Tieren fernzuhalten, dass sie sie nicht belästigen. In früheren Zeiten war ja die Arbeit hier in der Berglandwirtschaft sehr hart. Zwischendurch hat man sich halt auch mal helfen und hat vielleicht mal den Teufel in Anspruch genommen, der sich angeboten hat. Er hat geholfen, eine Brücke über einen Bergbach zu bauen. Und als Gegenleistung hat er ein Tier wollen, das erste Tier, das über die Brücke geht, das sei das Eis. Und er hat sich natürlich erhofft, dass das eine schöne, wunderbare Milchkuh ist. Die Leute haben nachher einfach eine Katze über die Brücke gejagt und er hat mit der Vorlieb nehmen. Es gibt viele Phänomene, die man draussen kann besuchen. Gehen wir doch raus und schauen, wo sie sind. Der Staubbachfall hier zeigt uns, wie mächtig die Natur im Lutherbrunnental ist. Und das hat natürlich unsere Talbewohner, die Leute hier, die gewohnt haben, sehr stark beeindruckt. Und sie mussten sich mit der Natur täglich auseinandersetzen, mit der Natur gewalten. In diesen Ahornbäumen, da wohnen sie, die guten Geister, die uns helfen, die Verbindung herzustellen zwischen Mensch und der Natur.
Und wir müssen dafür schauen, dass die Bäume gut gepflegt werden, dass sie gut versorgt sind. Und andererseits helfen die Bäume uns, eben, uns zu beschützen. Darum haben wir sie auch gerne in der Nähe von einem Haus. Der Ahorn ist ein richtiger Hausbaum, der eben auch das Haus beschützt. Vor 240 Jahren ist der berühmte deutsche Dichter, der Goethe, wahrscheinlich hier gestanden, vor dem Staubbach, und hat sich ebenfalls beeindrucken von dem schönen silbrigen Vorhang, den der Wasserfall bildet. Und da hat er ein berühmtes Gedicht geschrieben, «Der Gesang der Geister über den Wassern». Er vergleicht in diesem Gedicht die Seele vom Mensch mit dem Wasser. Vom Himmel kommt sie, zum Himmel steigt sie und wieder runter zur Erde muss sie, ewig wechselnd. Das ist der Mattenbach. Und hier haben wir eine Erscheinung, die alle 100, 200 Jahre auftaucht. Das ist die weisse Frau. Sie kommt, wenn da hinten im Winter die Flut voll Eis ist und der Föhn einbricht, dann fährt das Wasser an zu rinnen. Es gibt einen schönen, feinen Wasservorhang und dann kommt sie aus diesem Vorhang raus und kommt hierher, wo früher eine Brücke stand und tut da einen ganzen Bottich voll Silberstück waschen. Ein Fronfastenkind, also jemand, der an Fronfasten oder an der Weihnachten geboren ist, kann ihr helfen, kann zu ihr gehen, kann ihr beistehen und so kann sie erlöst werden. Und der das macht, oder die das macht, darf das Silber behalten. Ja, das wäre es jetzt also gewesen mit der Geschichte im Lauterbrunnental. Und genau an solchen Orten wie hier vor diesem Schürli sind früher die Leute zusammengesessen als Erzählgemeinschaft und haben sich hier eben die Sagen erzählt. Kommt doch mal selber hier ins Lauterbrunnental. Herzlich willkommen. Und dann könnt ihr vielleicht sogar eure eigene Geistergeschichte hier erleben.